ich möchte gerne die anderen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner jetzt für diese Runde zu mir auf die Bühne bitten. Jasmin Fahimi, die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds und Vorsitzende des Vorstands der Hans-Böckler-Stiftung, fordert und sagt, wir brauchen einen demokratischen Aufbruch. Und deshalb fordert sie von der Bundesregierung einen nationalen Aktionsplan zur Steigerung der Tarifbindung. Herzlich willkommen, Jasmin Fahimi. Bitte schön. Dann begrüßen wir ganz herzlich Professor Dr. Bettina Kohlraus, wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung. Bettina Kohlraus, kleiner Zwischenapplaus gerne. Sie können gerne auch schon kommen, wenn Sie möchten. Beschäftigt sich intensiv mit der Frage industrieller Bürgerrechte als gesellschaftliche Integrationskraft von Erwerbsarbeit. Außerdem, das haben wir vorhin auch schon mal kurz gehört, stellt sie in der Erwerbstätigenbefragung vom Dezember 2022, also ganz, ganz frisch, fest, dass bei gleichzeitig sinkendem Vertrauen in die Bundesregierung das Vertrauen in die Gewerkschaften einen großen Vertrauenszuwachs erfährt. 8% haben wir vorhin gehört. Also um es ganz konkret zu machen, werden wir natürlich nachher später genauer nochmal drauf eingehen. Schön, dass Sie da sind. Ja, alle bekommen ihren eigenen Applaus. So auch Andreas Jules. Wir freuen uns sehr, dass er heute da ist. Betriebsratsvorsitzender der Ariane Group GmbH in Bremen, einem sehr aufregenden Unternehmen, das im Weltraum unterwegs ist. Erstmal ein Applaus für Sie. Kommen Sie zu uns. Ja, die Ariane Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Raumfahrttechnik und beschäftigt in Deutschland 1.100 Leute. Und das ist natürlich ein ganz besonders spannendes Arbeitsfeld. Aber auch immer, wenn es um gute Praxis aus der Betriebsratsarbeit geht, dann ist die Ariane Group ganz vorn, also quasi raketenmäßig dabei. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Genau, können ja sehr gerne klatschen, wenn Sie möchten. Der zweite Applaus. Genau, jetzt genau. War es ein bisschen Martin. Raketenmäßig, war der Applaus genau. Nicht, aber da können wir noch dran arbeiten. Von der Rocket Science zur Rocket, zur richtigen Rakete. Also, die Ariane 5 Rakete, ich muss sagen, da müssen wir ganz kurz über den ganzen Kontext ein bisschen sprechen. Ich glaube, das dürfte jedem im Raum hier ein Begriff sein. Wenn nicht, ich habe noch mal so ein paar Sachen rausgesucht für Sie. Also, in den letzten 20 Jahren hat diese Rakete sehr, sehr viele Satelliten ins All gebracht. 117 Starts waren es und im Juni ist da noch einmal dran und dann ist Schluss. Und dann geht es natürlich weiter mit der Nachfolgerin, mit der Ariane 6. Ich habe jetzt mal noch ein paar Fakten, die ich sehr beeindruckend fand. Und Sie korrigieren mich, Sie sagen direkt, wenn irgendwas, ne? Also, 54 bis 59 Meter hoch, ein Gewicht bis zu 777 Tonnen, eine Maximalgeschwindigkeit, das fand ich jetzt, also da kann alles andere mal sagen, schwierig, 37.476 km/h. Da kommt ein Nicken, das ist sehr gut. Und bei einem Antrieb von 180.000 PS. Ja. Ich muss sagen, ich fand das einfach krasse Zahlen. Wir haben auch schon gesagt, Ariane 6, die wird dann auch Ende des Jahres starten. Wir haben auch vorher gesagt, nicht über Ariane 6 sprechen und dann bin ich jetzt auch an der Stelle still. Sie haben aber auch mitentwickelt an den Raketen und zwar an den Tanks. Genau, deswegen könnten Sie uns von dieser, ich sage es mal, die ganze Situation, die Branche ist sehr, sehr spannend, der Betrieb, das Unternehmen ist auch sehr spannend. Einfach können Sie uns da so ein paar, ich sage es mal, so Insights geben. Für mich ist das so eine Mischung aus, Julia hat es gerade gesagt, so Rocket Science und alles. Ich habe so Moonraker, James Bond im Kopf, Mondsonde, ISS, Bremen und das alles ist eine unglaublich spannende Kombination. James Bond in Bremen, Herr Jung. Genau, jetzt bitte Sie. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, Ariane Group, also ein deutsch-französisches Gemeinschaftsunternehmen von Airbus und Safran. Zuständig, hauptverantwortlich für die Ariane-Rakete, aber darf man auch nicht vergessen für die französischen Atomraketen, die auf den U-Booten sind, und für Ausrüstung und Dienstleistungen für Raumfahrzeuge und Verteidigung. Wir haben 7.000 Beschäftigte im Unternehmen und Sie haben schon gesagt, 1.100 hier in Deutschland an 4 Standorten. Und ja, was machen wir in Bremen? In Bremen sind wir verantwortlich für die Entwicklung, Integration, so nennen wir den Zusammenbau, und Test von Ariane-Oberstufen. Dann sind wir im Unterauftrag von unseren Bremer Kolleginnen und Kollegen von Airbus Defence and Space zuständig für Zusammenbau und Test des europäischen Service-Moduls für die Artemis-Rakete. Vielleicht hat das der ein oder andere mal mitbekommen. Wir waren vor kurzem auf dem Weg zum Mond und sind wieder zurückgekommen und dieses ESM, European Service Module,
Das ist ein europäischer Beitrag und der hat die Kapsel zum Mond und wieder zurückgebracht. Also ein absolutes Highlight für Raumfahrer. Und dann machen wir in Bremen noch Tanks und Antriebskomponenten für Raumfahrtsysteme. Und da haben Sie auch konkret mitgearbeitet an den Tanks? Ja, ich war der Projektleiter für die Entwicklung, Qualifikation und Produktion der 4 Treibstofftanks, die in dem ESM mitgeflogen sind. Ja. Ich war quasi mit am Mond. Wie viele meiner anderen Kollegen aus Bremen auch. Noch ein Post-it dran gemacht. Genau, jetzt, ich habe mir da so eine schöne Überleitung überlegt. Ne? Zurück aus dem hoheitsfreien Kosmos der Schwerelosigkeit, zurück auf den Boden der Tatsachen rein in die Diskussion. Wie funktioniert denn Demokratie am Arbeitsplatz bei der Ariane Group? Also wir reden jetzt genau über Bremen. Wie ist es da denn ganz konkret? Welche Aspekte sind aus Ihrer Sicht besonders wichtig? Also Bremen hat etwa 560 Stammbeschäftigte, dann nochmal 30 Werkstudierende und 45 Leiharbeitskräfte. Und Betriebsrat mit 11 Kolleginnen und Kollegen. Und unser Leitmotiv in Bremen für den Betriebsrat ist: Mitbestimmung ist unser Recht, Mitgestaltung unser Anspruch. Und das sagt schon ganz viel über die Art und Weise auf, wie wir unsere Betriebsratsarbeit sehen. Das heißt, Mitbestimmung ist unser Recht, das nehmen wir alles mit. Also natürlich sind wir in normalen Sachen mit dabei, Personalangelegenheiten und dergleichen mehr, das läuft alles so, läuft so nebenbei mit. Aber wir haben den Anspruch mitzugestalten. Also wenn Leiharbeitskräfte eingestellt worden, dann wollen wir wissen, eingestellt werden sollen, dann wollen wir wissen, warum. Weil wir prüfen wollen, werden dadurch Stammarbeitsplätze verdrängt. Wenn Werkstudierende eingestellt werden, wollen wir wissen, was machen die? Nicht, dass die Stammarbeitsplätze verlegen. Also das sind so bestimmte Sachen, wir fragen sehr viel und wir haben den Anspruch, wirklich Informationen aus der Belegschaft in die Betriebsratsarbeit reinzubringen, und das machen wir, indem wir zum Beispiel, wir hatten einige Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, sie sind überlastet, aber es gibt überhaupt keinen Prozess, wie man etwas sowas im Betrieb umsetzen kann. Also haben wir uns als Betriebsrat hingesetzt. Wir haben eine freiwillige Betriebsvereinbarung entworfen, wie man Präventions- und Interventionsmaßnahmen bei psychischen und physischen Überbelastungen von Beschäftigten. Und das haben wir geschrieben, haben das den Arbeitgeber hingelegt, eine freiwillige Betriebsvereinbarung. Und die Reaktion war grandios, weil der Arbeitgeber gesagt hat, das ist eine tolle Idee, da möchten wir mit Ihnen in Verhandlung treten. Und wenn jetzt alle hier im Raum ganz doll die Daumen drücken, morgen ist die zweite Verhandlungsrunde, dann schließen wir das Ding ab. Und dann haben wir quasi aus der Betriebsratsarbeit heraus mitgestaltet und haben einen Prozess definiert, was man bei Überlast machen kann. Und weitere Beispiele werden wir jetzt im Laufe der Diskussion natürlich auch noch hören. Das war natürlich erst der Anfang. Ja, Jasmin Fahimi, Andreas Jules hat gerade von Recht und Anspruch gesprochen, wenn es um Demokratie am Arbeitsplatz geht. Was macht denn aus Ihrer Sicht Betriebsräte und Gewerkschaften zu den zentralen Hütern und Hüterinnen von Demokratie in Arbeitsbeziehungen? Ja, das, was gerade eben im Prinzip schon beschrieben worden ist. Aber es gibt eben einen Teil, der ist sowieso qua Wahl Teil der Betriebsratsarbeit. Das ist das, was ich mal nennen würde. Kein Gesetz ist das Papierwert, auf dem es geschrieben ist, wenn es nicht kontrolliert wird. Und das ist natürlich eine der ganz wichtigen und zentralen Aufgaben auch von Betriebsräten. Umso dramatischer die Situation, dass wir eben nur noch in jedem 10. Betrieb überhaupt einen Betriebsrat haben. Also da sehen wir natürlich, welche große Lücke, welchen blinden Fleck, also beziehungsweise man muss ja gerade schon zu sagen, welche blinde Landschaft wir eigentlich inzwischen in Deutschland haben, wo wir nicht mehr wissen, ob eigentlich überhaupt das, was unter Schutzgedanken und unter eben allgemeinen Regeln der Arbeitswelt vorgegeben wird, überhaupt gelebt wird. Das heißt, das ist noch mal so viel weiter weg von dem, was Professor Honneth hier eingefordert hat, dass man da wirklich richtig Grassroot-Arbeit leisten muss. So, und die praktischen Beispiele machen es natürlich deutlich, um was es eigentlich geht. Wir haben ja auch die Idee, dass wir so etwas wie eine, ich sag mal, Verantwortungskaskade sehen, wie man in einer solchen Gesellschaft halt zu Regeln, zu Lösungen kommt. Und das ist halt eben ein Anspruch, den wir formulieren, der sich nicht nur auf den Betrieb bezieht, sondern wo wir sagen, es ist auch schlau. Es ist auch schlau zu sagen, ein Gesetz kann einen Rahmen geben, kann so etwas wie Mindestansprüche formulieren,
Aber Tarifverträge müssen dann nochmal eben auch stärker Verteilungsfragen klären. Und damit meine ich jetzt ausdrücklich nicht alleine Entgeltverteilungsfragen, sondern das, was Professor Hornet hier schon angesprochen hat. Also auch die Verteilung von Zeit beispielsweise und auch freier Zeit logischerweise. Aber auch natürlich viele, viele andere Aspekte. Und die Betriebsräte, die müssen dann eben ansehen, dass eben es zu einer Umsetzung dieser Ansprüche und dieser Regeln kommt und dass sie auch die Kontrolle darüber beibehalten. Und deswegen ist mir nochmal sehr wichtig, das zu unterstreichen, dass das auf jeden Fall etwas ist, was quasi schon alleine strukturell sinnvoll ist. Also wie bauen wir eigentlich eine Gesellschaft, die sich selber gemeinschaftlich im Konsens steuert? Das macht also quasi strukturell schon Sinn. Ich meine, überall in den Unternehmen reden wir schon ganz selbstverständlich immer von flachen Hierarchien. Und beim Thema Demokratie reden wir manchmal, oder nicht wir, aber andere, lieber von Volksentscheiden als von der Frage, wie wir eigentlich die Mitbestimmung vor Ort, am Arbeitsplatz, am Lebensort halt irgendwie voranbringen. Aber ich will es trotzdem auch noch mal unterstreichen, und so habe ich Professor Hornet verstanden. Es ist auch deswegen sinnvoll, weil wir auch über eine Frage des Menschenbildes reden. Und Arbeit ist nicht einfach nur irgendein Ort, wo ich auch mal in meinem Leben bin, sondern wir gehen ja von dem Grundverständnis aus, dass eben dieses Verhältnis von Arbeit und Kapital eines der, um nicht zu sagen in unserer Logik, das Zentrale, die zentrale Frage ist, in der sich ganz viele andere Konsequenzen des Lebens im Allgemeinen, aber eben auch sozusagen des Souveräns entscheiden. Also wir reden nicht von Beteiligung. Es geht nicht darum, sich in den Stuhlkreis zu setzen und mal sich gegenseitig zu fragen, wie es einem so geht, sondern es geht wirklich um Mitgestaltung, so wie du das gesagt hast. Und dann eben auch nicht einfach nur mal zu sagen, was man irgendwie doof findet, so als ob halt irgendwie ein Bauplan im Rathaus ausgehängt wird und dann kann man mal sagen, habe ich Widerspruch, sondern es geht darum, selber aktiv zu werden. Und insofern kann ich das nur völlig unterstreichen. Wir brauchen eine Reform des Betriebsverfassungsgesetzes, die viel, viel mehr Initiativrechte des Betriebsrats vorsieht. Und eben eine Form, sich unabhängig von der Arbeit, die ich tue, ohne Scham und Not, wie es der Professor Hornet gesagt hat, auch über den kleineren Kreis hinaus äußern zu können und das aus der Kraft der Arbeit, die ich tue, auch heraus. Das Vertrauen könnte ja sozusagen in die Gewerkschaften eine Grundlage dafür sein. Genau, das Thema Vertrauen haben wir jetzt natürlich schon zweimal angesprochen, nochmal direkt, Frau Kohlrausch. Die Gewerkschaften haben diesen Vertrauenszuwachs erlebt, das haben Sie jetzt in der Studie im Dezember 2022 herausbekommen. Wie lässt sich das denn empirisch belegen, dass Vertrauen und Demokratie also wirklich so zusammengehören? Also wir fragen ja nach dem Vertrauen in demokratische Institutionen und das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Also Menschen nehmen die Idee der Demokratie nur an, wenn sie das Gefühl haben, dass die Institutionen, die das verkörpern und regulieren oder organisieren, für sie eben auch funktionieren. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Hinweisen, dass Menschen, die das Gefühl haben, dass bestimmte Institutionen für sie nicht funktionieren, dass die dann eben das Vertrauen verlieren, dass das Vertrauen runtergeht. Zum Beispiel ein Beispiel, das Vertrauen von Müttern in die Bundesregierung ist massiv runtergegangen. Und man kann, glaube ich, schon sagen, wenn man sich die Politik in der Pandemie anguckt, gerade für Mütter, die bei denen immer noch viel der unbezahlten Sorgearbeit hängen bleibt, hat die Politik der Bundesregierung in den letzten 3 Jahren nicht so optimal funktioniert. Also das heißt, es ist ein guter Indikator dafür, ob die Menschen das Gefühl haben, dass diese Institution etwas für sie tut, im weitesten Sinne. Hat Sie das überrascht, dass es jetzt, ich sage es mal mit diesen 8% Zuwachs nochmal, hat Sie das überrascht, dass da der Vertrauensbeweis, ich sage es mal so, hochgegangen ist? Naja, in gewisser Weise schon, weil es bei der Bundesregierung so runtergegangen ist und weil man ja auch annehmen könnte, dass Menschen gar nicht so genau differenzieren, dass sie einfach das Gefühl haben, dass alle Akteure, die dieses System tragen, von dem sie aus einer ganzen Reihe von Gründen das Gefühl haben, dass es erodiert ein Stück weit. Also wir haben auch massive Zuwächse. Also ich denke mal, es kann gar nicht mehr werden. Es wird immer mehr Sorgen um die Zunahme sozialer Ungleichheit, Sorge um die Zunahme im sozialen Zusammenhalt.
Und man könnte ja denken, dass so ein bisschen anomisch, wie Sie das beschrieben haben, so als Desintegrationsprozess, also dass man sich dann so ein bisschen vom Gesamtkonstrukt verabschiedet und sagt, die sind doch alle blöd da oben, ja? So ein bisschen dieses Oben-Unten-Eliten-Ding. Und wir sehen das aber extrem differenziert, ne? Also diesen Rückgang schon bei der Bundesregierung und die Zunahme bei den Gewerkschaften. Das bedeutet natürlich einmal, sie waren sichtbar. Ja? Also man muss schon wissen, dass die Organisation gibt, um ihr Vertrauen zu können. Aber auch die Menschen scheinen das Gefühl zu haben, es funktioniert für sie, es hilft ihnen, es ist ein Handeln in ihrem Interesse. Und das ist gut, das ist eine gute Botschaft, weil es heißt, dass es nicht eine generelle Verabschiedung von diesem System und dieser Demokratie gibt, sondern dass das eine differenzierte Wahrnehmung ist von, die machen was Sinnvolles oder die machen eben nichts Sinnvolles für mich. Und deshalb hat mich das auch in gewisser Weise überrascht, weil ich vielleicht zu pessimistisch war und vor allen Dingen gefreut und beruhigt. Kann ich mal eine Frage stellen? Ja, bitte. Natürlich, sehr gerne. Wissen Sie denn, bei wem das Vertrauen in die Gewerkschaften gestiegen ist? Sind das vor allen Dingen die Niedrigbeschäftigten oder ist das eher sozusagen das intellektuelle Publikum, das enttäuscht von der Bundesregierung, enttäuscht von den politischen Eliten, wieder mehr Vertrauen in die Gewerkschaften setzt? Wir haben uns so viel immer angeguckt, dass ich jetzt nichts Falsches berichten möchte. Ich meine mich zu erinnern, dass es die erwarteten Ergebnisse waren, dass es schon eher die unteren Einkommen waren. Möchte aber ungern auf fest genagelt werden. Jetzt kann das aber nachreichen. Wir können ja ein Tabellenband mit dem Buch verschicken. Ein Faktencheck sozusagen. Es gibt auch Anhang. Es gibt ein ganzes Paket. Genau. Aber ich kann das, also das ist auch eine gute Idee, weil das mit der Bundesregierung und den Gewerkschaften, das haben wir uns zugegebenermaßen nicht angeguckt. Können wir aber gut machen. Ja, Herr Hornet, ich würde noch mal gerne auch auf die Frage der verschiedenen oder das Zusammenspiel der verschiedenen Regelungsarenen sozusagen für das, was Sie auch geschildert haben, hinaus. Sie haben ja auch schon so eine Art von Aufgaben- und Verantwortungsteilung aufgezeigt, wenn es um die Frage geht, wie kann eigentlich dieses Demokratieversprechen auch eingelöst werden, ne? Also wie kann das auf der betrieblichen, tariflichen, staatlichen Regelungsebene wie können da die Aufgaben und Verantwortung verteilt werden? Also ich würde die Frage dann im Anschluss gerne weitergeben, auch an Jasmin Fahimi und Andreas Jules. Aber vielleicht knüpfen Sie da nochmal an. Naja, ich glaube, dass, was ich da so demokratische Arbeitspolitik oder Politik der Arbeit nenne, umso stärker ist, je entschiedener auch die staatlichen Akteure eine solche Politik mit unterstützen. Ich glaube nicht, dass eine so breit gefasste Politik, wie ich das vor Augen habe, ohne die entschiedene Mitwirkung von Seiten der Regierung oder von staatlichen Akteuren irgendwelche Erfolgschancen hat. Das heißt, das ist keine Sache, die Gewerkschaften alleine irgendwie umsetzen können. Das sieht man an den unterschiedlichen Bedingungen, die in den verschiedenen Ländern vorherrschen, mit Blick etwa auf die Ermöglichung von selbstverwalteten Betrieben. Ja? Die französische Regierung, sozialistische Regierung, hat vor 10 Jahren etwa eine Gesetzesvorlage durchgesetzt, die es viel leichter macht, so etwas wie selbstverwaltete Kooperativen überhaupt in die Existenz zu bringen, weil der Staat dafür Sorge trägt, dass die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden, dass ein Management bestellt werden kann, dass auch tatsächlich einen solchen Betrieb sinnvoll und gut leiten kann und so weiter, während wir in Deutschland solche Voraussetzungen überhaupt nicht haben. Das ist eine unterschiedliche Kultur zwischen Frankreich und Deutschland. Frankreich kennt viel stärkere Traditionen, auch in den letzten 50 Jahren, der Arbeiterkooperativen. In Deutschland spielt das kaum mehr eine Rolle nach dem Zweiten Weltkrieg. Entsprechend gibt es auch nicht von staatlicher Seite aus irgendwelche Gedanken darüber, weder von den Grünen noch von der SPD, ob man etwa mal wieder über Bedingungen nachdenken sollte, tatsächlich so etwas wie selbstverwaltete Betriebe ins Leben zu rufen und sei es nur als Experimentierstätten, ja, um zu prüfen, ob sowas geht. Diese Fantasie fehlt uns heute ja schon als politische Akteure. Also was ich sagen möchte, ist, es gibt eine Arbeitsteilung. Ja. Die Gewerkschaften spielen eine zentrale Rolle als Interessenorgane. Die größte Gefahr ist die rückläufige Mitgliederzahl bei den Gewerkschaften. Das liegt wiederum an den Arbeitsverhältnissen, gegen die man
ankämpfen müsste. Dazu bedarf es starker Gewerkschaften. Das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis. Ja? Desto schlechter die Arbeitsverhältnisse, etwa in so prekarisierten Bereichen, desto geringer wiederum auch die Mitgliedschaftszahlen in den Gewerkschaften, die andererseits die Organe sind, die dagegen ankämpfen müssten. Also wie man diesen Teufelskreis heute im Augenblick durchbricht, ist mir nicht ganz klar. Aber Jasmin Fahimi ist es vielleicht klar, weil die Gewerkschaften sollen zukunftsorientierter Gestaltungspartner sein. Was ist daran anders als bisher? Ganz viel, aber ich muss jetzt natürlich auf diesen sehr grundsätzlichen Hinweis trotzdem einmal mal kurz eingehen, um das einzusortieren. Also es stimmt, dass wir natürlich mit Mitgliederverlusten seit vielen Jahren auch zu kämpfen haben. Aber es stimmt nicht zwangsläufig, dass wir bei den Betriebstätigen so in gleichem Maße dramatisch verlieren würden, sondern im Gegenteil, auch das wird sich als Trend gegebenenfalls abzeichnen, wenn wir alles zusammen haben. Dass mit diesem Vertrauenszuwachs zum Beispiel unter den Betriebstätigen es auch wieder ein Zuwachsen auch der Neueintritte gibt. Und insofern ist unser Problem auch ein demografisches, zum einen. Und zum zweiten ist es eins, das ist natürlich auch aus der Geschichte der Bundesrepublik insofern der letzten 30 Jahre erwachsen, weil, jetzt muss ich dann doch mal ausholen zum Thema Tarifflucht, das hat natürlich was damit zu tun, dass es in Deutschland einen massiven Verlust an Tarifbindung und Mitbestimmung gegeben hat. Und er ist zu einem nennenswert großen Teil politisch gewollt gewesen, und zwar nicht nur von den Arbeitgebern, die sind auf den Weg dankend einmarschiert, sondern er ist auch politisch zum Teil gesteuert und gewollt gewesen, weil wir nach der Wiedervereinigung erlebt haben, dass man Ostdeutschland als wunderbares neoliberales Versuchsfeld und Niedriglohnland in der eigenen Nation gerne mal ausprobiert hat und geradezu Unternehmen angeboten hat, zu sagen, siedelt euch mal da an, den ganzen Plumperquatsch mit Mitbestimmung und Tarif braucht ihr nicht, ihr kriegt trotzdem alle Fördergelder. Und man hat keine Verabredungen geschaffen, dass ein nachhaltiges Wirtschafts- und Wohlstandsmodell eben auch in Ostdeutschland aufgebaut worden ist, das diesen Anspruch sicherstellt, mit ganz schlimmen Rückwirkungen natürlich auf den Westen, sodass wir insgesamt nur noch bei 52% Tarifbindung heute sind, im Vergleich zu 98% vor der Wende in Westdeutschland. So, und das ist eben etwas, wo wir dann auch so massiv rangehen und sagen, das geht jetzt nicht einfach nur darum, ob wir noch mal ein bisschen mehr Klimbim-Mitgliederwerbung in den Social Medias macht. Wir haben an vielen Stellen auch ein eigenes Thema, will ich gar nicht abstreiten, aber an der Stelle entscheidet sich schlicht und ergreifend, ob diese Gesellschaft das anerkennt, was Professor Honneth gerade eben gesagt hat und deutlich macht, dass die Gestaltung von Arbeits- und Wirtschaftsbeziehungen ein Auftrag aus der Verfassung ist, der schwerer wiegt als das, was die Arbeitgeber für sich in Anspruch nehmen, was negative Koalitionsfreiheit heißt. Und die Schäden dieser Tarifflucht, die sind so groß, dass wir jetzt wirklich eine Trendwende brauchen. Und deswegen spreche ich mich aus für einen nationalen Aktionsplan für Tarifbindung. Mhm. Zweiten Teil der Frage habe ich vergessen. Das war ungefähr die Antwort auf meine Frage. Herr Jus, Sie wollten auch gerade direkt noch was sagen, ja, deswegen natürlich jetzt. Ich würde das nochmal ergänzen, und zwar aus der Praxis. Also was sind für mich die Grundsätze, die Voraussetzungen für Demokratie im Betrieb oder Demokratie im Arbeit? Es ist genannt worden Tarifverträge, es ist genannt worden die Betriebsverfassung, die unbedingt novelliert werden muss. Und dann kommen für mich aber noch vier andere Sachen dazu. Wir haben gesagt, handlungsstarke Gewerkschaften. Bin ich absolut der Meinung, Gewerkschaften haben extrem viel zu machen, um das auch umzusetzen, das Thema. Dann brauchen wir mitziehende Belegschaft. Wir brauchen natürlich auch in den Betrieben Kolleginnen und Kollegen, die mitmachen. Wenn alle sich darüber einig sind, dass wir zum Beispiel, dass zu wenig Personal da ist und der Betriebsrat sagt, wir geben keine Überstunden mehr frei, dann müssen die Kolleginnen und Kollegen natürlich mitmachen. Das macht ja keinen Sinn, wenn die freiwillig Überstunden machen. Die müssen den Betriebsrat quasi unterstützen. Oder auch eine Belegschaft, die einen Betriebsrat mit 70-80% Wahlbeteiligung wählt, die gibt dem ein klares Mandat gegenüber dem Arbeitgeber. Dann brauchen wir natürlich einen proaktiven Betriebsrat. Okay, das lasse ich erstmal weg. Und nicht zu vergessen, aufgeschlossene Arbeitgeber, die den Wert dieser Demokratie im Betrieb auch anerkennen. Und jetzt haben wir ja die Forschungskolleginnen hier. Mich würde mal interessieren, ob die, wie sagt man,
die Anzahl oder auch überhaupt das Vorhandensein von freiwilligen Betriebsvereinbarungen in einem Unternehmen ein Indikator ist für gelebte Demokratie in einem Unternehmen. Das würde mich mal interessieren, weil ich habe da meine Meinung zu, aber ich möchte dem nicht vorgreifen. Das würde mich mal interessieren. Spannende Frage. Ja, das ist schon vom Forschungsdesign echt heikel. Wenn man Betriebskonten... also ich kann die Frage so jetzt nicht beantworten, aber ich kann was, weil ich glaube, diese freiwilligen, also Betriebsvereinbarungen sind die Frage sozusagen, kann man über das garantierte Maß hinaus mitgestalten? Genau. Und das halte ich für ganz zentral. Und da haben wir auch in der Tat Indikatoren für. Man misst es halt ein bisschen anders. Wir haben zum Beispiel gefragt, ich kann mitentscheiden, wie neue Technologien in meinem Arbeitsumfeld eingesetzt werden. Vermutlich passiert das genau darüber. Ne? Aber, und tatsächlich ist das was, wo wir festgestellt haben, Menschen, die das berichten und noch ein paar andere Dinge mehr, die neigen zum Beispiel seltener zu antidemokratischen Einstellungen. Die haben weniger Angst vor der Digitalisierung oder vor Transformationsprozessen, ja, weil sie sich wahrscheinlich so ausgeliefert fühlen. Also insofern, die Vermutung ist ja, aber so genau haben wir es noch nicht gemessen. Mhm. Aber es ist schon zentral. Also, und das ist auch wichtig, glaube ich, auch nochmal für Gewerkschaften zu verstehen, was ist demokratische Teilhabe? Und allein das Vorhandensein eines Betriebsrats ist es eben nicht zwangsläufig. Es muss dazu noch eine ganze Menge anderer Dinge kommen und genau eben das Gefühl, mit auch sein genau konkretes Arbeitsumfeld mitgestalten zu können. Und dann kommt häufig das Argument, naja, wenn Betriebsräte gar nicht so einen Unterschied machen, warum wollt ihr die dann unbedingt? Man kann ja, findet irgendwie, das Argument muss ja nicht sein, dass sie dann weniger Rechte haben sollen, sondern sie brauchen wahrscheinlich einfach mehr. Ja? Also sie brauchen Rechte genau bei den Dingen, die heute konkret sind, bei der Frage der Qualifizierung zum Beispiel, bei der Einsetzung von digitalen Tools und Techniken, bei der Frage von digitaler Kontrolle, was ganz viele Menschen übrigens auch als, also wir sprechen gern von Verlust sozialer Anerkennung in dem Kontext, also sozusagen ist ja ein Misstrauen. Also diese Kontrolle am Arbeitsplatz ist ein ganz wichtiges Thema für die Menschen, weil sie wirklich das Gefühl haben, ich nehme mal an, dass genau das, was Sie als Selbstwirksamkeit oder fehlenden Selbstwert in der, im Ergebnis dann bezeichnen, das ist das, was das mit dem Menschen macht. Also insofern wäre wahrscheinlich gut, wenn das, was über freiwillige Regelungen gemacht wird, zwangsweise verbindlich als Betriebsvereinbarung geregelt werden müsste. Dann, Vielleicht gucken wir nochmal, um auch den Anschluss zum letzten Mal und letzten Endes zu dem, was auch bei Ihnen sozusagen auf den Plätzen liegt, auch nochmal zu schließen. Der Entwurf für das neue Betriebsverfassungsgesetz ist ja quasi auch so ein bisschen der Versuch, zwischen die Lücke, die aktuell vorhandene Lücke zwischen Recht und Anspruch sozusagen nochmal kleiner zu machen, zu schließen. Da würde mich vielleicht nochmal der Blick in die empirische Praxis, sozusagen in die betriebliche Praxis auch interessieren. Haben Sie schon damit gearbeitet? Also haben Sie da Ideen sozusagen schon aufgegriffen? Ist das schon bei Ihnen quasi in der Erprobung? Oder welche Gedanken haben Sie dazu? Leider nicht. Leider nicht, weil wir haben einen sehr, sehr aufgeschlossenen Arbeitgeber. Der hält sich aber gerne an das Betriebsverfassungsgesetz, so wie es ist. Damit kommt er gut klar. Aber wir haben vor einiger Zeit in der Arbeitnehmerkammer in Bremen eine Veranstaltung gehabt zu dem Thema Novellierung Betriebsverfassungsgesetz. Da hatten wir auch mit 4 Betriebsräten uns über viele Ideen ausgetauscht, was wir uns wünschen, wie das Betriebsverfassungsgesetz geändert werden soll. Und wir waren dann doch sehr erfreut, wie viele von den Ideen im Grunde genommen in dem Vorschlag drin sind. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt dieses Beschwerderecht. Und momentan, der Paragraph 85 sagt, man kann die Einigungsstelle anrufen, aber nur, um zu klären, ob der Grund der Beschwerde berechtigt ist. So, das heißt, der Arbeitgeber kann sagen, jo, ist berechtigt und macht nichts. So, und da sind uns Betriebsräten, das ist nervig. Die wollen natürlich hingehen und sagen, pass auf, das interessiert mich nicht, ob der Beweggrund jetzt berechtigt ist oder nicht. Ich möchte, dass du das umsetzt. Und da ist in der Novellierung ist ein ganz klarer Rechtsanspruch drin. Das heißt, der Betriebsrat könnte dann hingehen und sagen, pass auf, Arbeitgeber, die Maßnahme, die klage ich jetzt ein. Und da sind viele solche Sachen drin. Ich könnte stundenlang darüber erzählen. Also das ist ein Beispiel. Der Vorschlag ist wirklich gut. Ich muss aber auch sagen, ganz ehrlich, aus Betriebsrat, mir fehlt so ein kleines bisschen das Moment,
jetzt, ich nehme jetzt mal die Gewerkschaften mal sehr stark zurück, weil die sind am Pushen, aber so die politische, das politische Umfeld, diese Betrieb, diese Novellierung wirklich zu pushen, die fehlt mir extrem. Und das finde ich extrem schade, weil wir Betriebsräte, wir brauchen das. Wir brauchen die Novellierung. Und ich bin sogar der Meinung, so weit zu gehen, die Arbeitgeber brauchen die, genau diese Novellierung, weil sie damit nämlich am Ende über mehr Demokratie im Betrieb viel mehr viel attraktiver werden, viel mehr aus den Kolleginnen und Kollegen rausholen im positiven Sinne. Und das wäre schön, wenn wir da mal ein bisschen mehr Druck auf den Kessel kriegen. Eine Rakete. Wir brauchen eine Rakete. Genau. Rakete, da haben wir es wieder. Wird noch ein paar Mal, ich sage es, es wird noch ein paar Mal passieren. Frau Professor Kohlrausch. Ja, es ist vielleicht ein Gedankensprung, deshalb will ich jetzt nicht irgendwie den Ablauf durcheinander bringen. Ich glaube, was wichtig ist, sich nochmal vor Augen zu führen, was Herr Professor Hornet ja beschrieben hat, sind die Voraussetzungen dafür auf der Arbeit, dass Menschen zu Demokraten werden können und ihre demokratischen Rechte ausüben können. Und ich glaube, und deshalb ist es ja auch so toll, was Gewerkschaften machen, dass die Voraussetzung dafür natürlich nicht ist, dass es auch nur ist, dass es auch im Betrieb demokratische Praxen gibt, sondern dass es auch natürlich materielle Fragen sind. Also natürlich brauchen Menschen ein gewisses Maß an materieller Sicherheit, um überhaupt sich als Teil dieser Gesellschaft zu fühlen. Sie brauchen Zeit, um sich als Teil dieser Gesellschaft zu fühlen. Und sie brauchen auch so die soziale Anerkennung, also ob man das diesen mentalen Aspekt nennt oder ob man es Selbstwirksamkeit nennt. Und am Ende des Tages ist es ja, auch wenn wir das gerne so getrennt nennen, irgendwie mit Unternehmensmitbestimmung und betrieblicher Mitbestimmung, Tarifpolitik, bei den Menschen kommt das ja zusammen und garantiert genau dieses Bündel. Und ich glaube, das ist so wichtig, auch deutlich zu machen, dass demokratische und betriebliche Mitbestimmung all diese Rechte und Voraussetzungen garantiert. Und dass es nicht irgendwie ein paar Betriebsräte gerne ein bisschen mehr irgendwie Spielfläche haben wollen und sie ein bisschen mehr selbst verwirklichen können, sondern dass da zentrale Weichenstellungen gestellt werden, dass Menschen wirklich soziale Integration erleben, sich als Teil dieser Gesellschaft fühlen, sich die Idee der Demokratie zu eigen machen. Das ist am Ende des Tages dann auch eine existenzielle Frage für Vertreter demokratischer Parteien. Und deshalb glaube ich, ist das so eine existenzielle Frage, wenn wir hier über das Betriebsverfassungsgesetz diskutieren. Also zwei Punkte, die ja so ein bisschen sich durchziehen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, Herr Hornet, und wir sind schon fast so ein bisschen jetzt am Abbinden auch der Diskussion, ist ja auch dieses Sichtbarkeit von Themen, von Menschen und Wissen um, dass da jemand ist, der mich vertreten kann. Und das wird ja immer komplizierter. Ich will nochmal auf dieses Thema auch kleinteilige Arbeitsteilung raus. Und mit Bettina Kohlrausch haben wir beim BSI Herbstforum diesen Begriff gehabt, der Abhängigkeitsvergessenheit. Was glauben Sie denn, was kann denn dazu beitragen, dass diese Abhängigkeitsvergessenheit, also von was meine Arbeit eigentlich alles abhängt, in so eine Art von Abhängigkeitsbewusstsein gewandelt werden kann? Naja, diese Abhängigkeitsvergessenheit hat ja zwei Richtungen. Ja? Die Gesellschaft, oder ich sag mal vorsichtiger, die politischen Akteure vergessen in einem erstaunlichen Maße und auch noch erklärungsbedürftig, wie stark Demokratie abhängig ist von guter und fairer Arbeit. Und diejenigen, die selber arbeiten, haben zunehmende Schwierigkeiten, eigentlich denjenigen zu identifizieren, von dem sie abhängig sind. Ja? Das liegt an einem Undurchsichtigwerden von Besitz- und Eigentumsverhältnissen. Ja? Jemand, der heute in einem großen, ich sag mal, bei Amazon arbeitet, der weiß doch nicht mehr, von wem er wirklich abhängig ist. Der kann das ja auch nicht mehr Personen zurechnen, sondern der fühlt sich nur anonym abhängig. Der hat überhaupt kein Bild mehr eines möglichen Ansprechpartners. Es sei denn, es gibt Gewerkschaften, aber das sieht bei Amazon natürlich miserabel aus. Insofern ist dieses Gefühl, so ein Rädchen im Getriebe zu sein, ohne Adressat, weder nach außen noch nach innen, das ist sicherlich im Wachstum begriffen. Und das ist für unseren sozialen Zusammenhalt eine Katastrophe, glaube ich. Ja? Und ich bin erschüttert, hier zu hören, dass selbst bei den
politischen Akteuren, denen man ja eine Verantwortung für das Thema Arbeit zumuten würde, sollte, es so wenig Rückhalt gibt für die Novellierung etwa eines Betriebsverfassungsgesetzes. Auch das ist erklärungsbedürftig. Ja. Warum hat die Sozialdemokratie ihr eigenes Feld vergessen? Ja? Und das ist ja nicht nur ein Feld der Sozialdemokratie, das ist ihr Ursprung. Ja? Die Sozialdemokratie ist als Arbeiterbewegung gestartet und gilt weiterhin oder reklamiert für sich, eine Arbeitnehmerpartei heißt es heute zu sein. Aber wenn so gering, wenn das Bewusstsein so gering ist für die Orte, wo es wirklich brennt und für das, was wirklich nötig ist, dann ist das übrigens auch nicht alles mit der neoliberalen Wende zu erklären, oder? Ich meine, die neoliberale Wende erklärt einiges an dem, was schiefgelaufen ist, an Vernachlässigung, an Umgestaltung, an Freisetzung von Märkten und so fort, an Schaffung von Leiharbeit, Prekarisierung. Das geht schon zurück auf neoliberale Veränderungen im Kapitalismus. Aber dass die SPD oder die Sozialdemokratie weltweit, ist ja nicht nur in Deutschland so, ist in Italien so, ist in Frankreich so, gibt es starke Sozialisten in einem der drei Länder, die sich einsetzen würden für demokratisierte Arbeitsverhältnisse? Ja. Ich sehe das nicht. Doch. Ja, gibt es besser, die Lage ist besser, als ich glaube. Darf ich das mal ganz kurz ergänzen? Also das ist in der Tat ein Thema. Also wir haben einen öffentlichen Diskurs ein Stück weit verloren, diese Frage der Zentralität von Arbeit wirklich auch in den Raum zu stellen. So, Punkt. Allerdings ist es nicht nur ein Thema der Sozialdemokratie, es ist ein Thema von vielen Parteien. Es gibt hier und da ein paar Entwicklungen, die ganz hoffnungsvoll erscheinen. Wir sind jetzt beispielsweise gerade mit unseren US-amerikanischen Kolleginnen und Kollegen im Austausch, weil die Biden-Regierung dort schon auch mit einem Empowerment Act genau das macht. Also die bindet zum Teil das, was sie im Inflation Reduction Act jetzt halt mal so als Wirtschaftsförderung rausgibt, auch zumindest in Teilen an solche Fragen von, ja, wir würden es halt Mitbestimmungsbindung nennen, ja, also da geht es halt um Unions Jobs. Also das ist aber für die US-amerikanische Realität eine hochspannende Entwicklung. Klar. Und da suchen wir jetzt gerade halt auch den Dialog, auch mit, sagen wir mal, unseren Bundesregierungsleuten und den USA, das genau zu befördern. Und es ist spannend, weil es einen ganz anderen Erklärungskontext nochmal, typisch amerikanisch, wenn man so will, herstellt, nämlich zu sagen, wir können nicht länger zusehen dabei, wie jetzt seit 20, 30 Jahren die Mittelschicht in den USA da niedergegangen ist. Wir brauchen Gewerkschaftsrechte, wir brauchen eine stärkere Mitbestimmung, um wieder mehr Gleichheit herzustellen und den Mittelstand in den USA zu stärken. Also eine etwas andere Argumentationslogik, als wir die suchen würden, aber finde ich ein spannender Diskurs. Und man darf auch eins nicht vergessen, wir haben natürlich viele andere politische, ich sag mal, Bewegungen und Wirkungsziele, die da verfolgt werden. Und deswegen, wenn Sie es jetzt schon so konkret machen, lassen Sie mich das ergänzen. Ich kann jetzt halt eben auch nicht bei den Nachhaltigkeitsbewegten der Grünen Partei erkennen, dass sie diesen Punkt, wie wir das einfordern, wirklich in ihre Agenda aufnehmen und wirklich zutiefst begriffen haben, dass auch eine Klimarevolution und ein Umbau und Transformation dieser Gesellschaft ohne Mitbestimmung nicht gelingen wird. Und das würde ich mir schon auch in modernen Diskursen wünschen. Wow, ich glaube, Sie können sich nicht vorstellen, wie gerne wir jetzt die Diskussion auch weiterführen würden. Es geht nur leider nicht. Martin, wir biegen in die kurze Schlussrunde leider schon ein. Genau, wir machen einfach noch eine ganz, ganz kurze Schlussrunde. und wir haben ja, es ist ja auch ein Neujahrsempfang, deswegen, ich weiß, die Zeit, die rennt einfach gerade. Ja, und es wird so spannend. am liebsten würden wir jetzt hier direkt irgendwie nochmal weitermachen und die Bar einfach noch verlängern, so ein bisschen. aber es ist ja auch ein Neujahrsempfang und am Neujahrsempfang geht es natürlich immer auch so ein bisschen um neue Vorsätze, vielleicht auch das, was in dem Jahr irgendwie passieren könnte, worauf man sich freut, was vielleicht unbedingt passieren sollte. Natürlich in dem Kontext, den wir gerade diskutiert haben. Deswegen, Frau Professor Kohlrausch, einfach mal nochmal die Frage vielleicht direkt an Sie. Ich weiß, es ist schwierig, wenn man da als Erste dann direkt dran ist, aber auf was freuen Sie sich im Jahr 2023? Welcher Termin, abgesehen von dem heute hier, wo Sie sich sehr drauf gefreut haben, was passiert denn noch, wo Sie sagen, okay, das wird was Großes werden?
Also wir haben uns ja als Institut vorgenommen, besser zu verstehen, wie diese Voraussetzungen, die Herr Professor Annett beschrieben hat, zu den Menschen kommen. Deshalb interessieren wir uns für Rechte, für industrielle Staatsbürgerrechte. Und also das ist jetzt kein Ereignis und vielleicht auch für andere nicht so spektakulär, aber unser Ziel ist, das tatsächlich mal zu messen, und ich freue mich total auf die Daten. Wie schön, eine Wissenschaftlerin, die sich auf die Daten freut. Ja, Jasmin Fahimi, Sie können auch noch ein bisschen überlegen. Sie haben ja gleich noch ein bisschen Zeit, das ausführlicher. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch sowieso gleich noch ausführlicher. Genau, Herr Jules, bitteschön. Ach, du liebes bisschen. Also ich fände es wirklich sehr, sehr gut, und das nehme ich jetzt den Gedanken von eben auf, wenn wir 2023 wirklich ganz, ganz intensiv in die Debatte gehen, das Betriebsverfassungsgesetz zu novellieren. Das ist für mich jetzt oder nie. Und wir müssen wirklich alle zusammen das Thema öffentlich machen, wir müssen es ansprechen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich freue mich ungeheuer, wir haben diverse Ideen für freiwillige Betriebsvereinbarungen, teilweise auch über den Tarifvertrag, über Öffnungsklauseln, also ganz so freiwillig, das ist so ein Mittelding. Da freue ich mich drauf, weil der Arbeitgeber schon signalisiert hat, dass er mitmachen möchte und dass einfach die Situation, die Arbeitsbedingungen im Betrieb noch weiter verbessern werden, die ja schon sehr gut sind. Da freue ich mich drauf, weil das bringt einfach Spaß und am Ende kommt auch was sinnhaft, dann kommt auch was raus, wo man sich als Betriebsrat dann auch freuen kann, dass man was geschafft hat. Und noch eine ganz kurze Nachfrage. Sie haben vorhin, als wir noch kurz zusammenstanden, so begeistert von dem Raketenstart, die Sie erlebt haben, berichtet. Was steht denn da 23 an? Sind Sie da dabei irgendwie? Ja, wir haben den letzten Ariane 5 Start mit der JUICE-Mission. Das ist absolutes Highlight. Also da freuen wir uns tierisch drauf. Und dann müssen wir mal schauen. Also wir arbeiten alle darauf hin, dass wir dieses Jahr noch die Ariane 6, den R-Start, hinkriegen. Also ich kann Ihnen sagen, in Bremen, also egal ob im Engineering, im Controlling, in der Halle, die Kolleginnen und Kollegen, jetzt sag ich's mal auf Deutsch, reißen sich den Hintern auf, um diese Rakete erfolgreich fliegen zu lassen. Und das ist ein absolutes Highlight. Also in Bremen ist der Teufel los. Herr Professor Honnett, Ihr Buch erscheint, das ist schon mal ein super Vorsatz für dieses Jahr. Gibt es sonst noch einen? Ja, es gibt immer viele konkrete und viele abstrakte. Noch ein Buch. Nee, kein Buch. Ich würde mich freuen, dieses Thema der Arbeit würde überhaupt wieder auf der politischen Agenda zurückkehren. Ich würde mich freuen, wir hätten mal wieder Talkshows statt über ein breites Themenspektrum, auch über das Thema der Arbeit, über die Prekarisierung der Arbeit. Schon das würde mich erheblich freuen. Konkret würde ich mir wünschen, Eintracht Frankfurt würde deutscher Meister. Aber das ist der sehr private Wunsch, den ich für mich behalte. Vielen Dank, es war so toll, mit Ihnen zu sprechen, und wir hätten es wirklich gerne noch länger gemacht. Wir dürfen uns verabschieden von Professor Bettina Kohlrausch, Andreas Jules und Professor Axel Honnett mit einem donnernden Applaus.